heutige Predigt: Zeugnisse und die Ehre Gottes. Geliebte Geschwister in Christus, ich freue mich, heute mit euch über das Thema Zeugnisse und die Ehre Gottes zu sprechen. In dieser Dienst ist nicht aus mir selbst entstanden. Ich habe den YouTube-Kanal Alltag als Christ nur eröffnet, weil mir der Heilige Geist persönlich den klaren Auftrag dazu gegeben hat. Diese Entscheidung war für mich nicht einfach, sondern ein Ergebnis intensives Gebets und das Verlangen, die Botschaft Jesu weiterzugeben. Es ist für mich von größter Wichtigkeit, dass ich den Ruf des Heiligen Geistes folge und diese Plattform nicht aus eigenem Antrieb oder persönlichem Interesse ins Leben gerufen habe. Wenn ich Zeugnisse aufnehme, geschieht dies in der Regel bei Videokonferenzen, die mir die Möglichkeit geben, in einem persönlichen Rahmen mit den Menschen zu sprechen. Ich lege großen Wert darauf, dass diese Gespräche authentisch und einfühlsam sind. Sollte jemand mit der Technik oder dem Internet nicht vertraut sein, scheue ich mich nicht, persönlich zu ihm oder zu ihr zu fahren, um ihre Geschichten aufzunehmen. In diesen Begegnungen spüre ich die Gegenwart des Heiligen Geistes, der die Herzen der Menschen öffnet und sie ermutigt, ihre Erfahrungen zu teilen. Mein Ziel ist es, die großartige Gnade und Liebe Gottes sichtbar zu machen. Es ist für mich von entscheidender Bedeutung, dass ich nie meine eigene Herrlichkeit oder Ehre suche. Und das habe ich auch noch nie gemacht. Und Gott kennt mein Herz. Danke, Jesus. Bei jeder Gelegenheit betone ich, dass es immer um die Ehre Jesu geht. In dieser Haltung ist nicht nur eine persönliche Überzeugung, sondern auch ein Leitprinzip, das sich durch die gesamte Schrift zieht. Ich möchte, dass ihr versteht, dass meine Motivation und mein Wunsch, diese Zeugnisse zu teilen, aus einem tiefen Verlangen kommen, Gott alleine die Ehre zu geben. Wenn ich die Geschichten der Geschwister höre, wird mir immer wieder bewusst, wie wunderbar und treu unser Herr Jesus ist. Erstens, die biblische Grundlage für Zeugnisse. Die Schrift fordert uns auf, unsere Zeugnisse zu teilen, und zwar aus mehreren Gründen. In Psalm 66, Vers 16 lesen wir: Kommt her und hört, alle, die ihr Gott fürchtet, und ich will erzählen, was er an meiner Seele getan hat. Dies ist ein eindringlicher Aufruf, der nicht nur auf das Individuum abzielt, sondern die Gemeinschaft zusammenführt, um die Taten Gottes zu bezeugen. Der Psalmist lädt ein, sich zu versammeln und über die Werke Gottes zu sprechen. Das Teilen von Zeugnissen ist ein Akt der Anbetung und ein Mittel, durch das wir Gottes Handeln in unserem Leben anerkennen und feiern. Das hebräische Wort für hören ist Shama. Es trägt eine tiefere Bedeutung. Es geht nicht nur darum, Informationen zu erhalten, sondern auch darum, die Worte zu verinnerlichen und in eine Beziehung mit Gott einzutreten. Wenn wir die Geschichten der Geschwister hören, öffnen wir uns für die Wahrheiten Gottes und stärken unseren Glauben. Ich erinnere mich an einen speziellen Moment, als ich einer Schwester zuhörte, die ihre Erfahrungen während einer sehr schweren Zeit teilte. Sie erzählte mir, wie sie in ihrer Verzweiflung zu Jesus geschrien hatte und wie er sie in der Dunkelheit geführt hat. Ihr Zeugnis war für mich nicht nur eine Geschichte, sondern eine lebendige Bestätigung der Treue Jesus. In Offenbarung 12, Vers 11 lesen wir: Und sie haben ihn überwunden
durch das Blut des Lammes und durch das Wort ihres Zeugnisses. Diese Stelle zeigt uns, dass das Teilen unserer Zeugnisse eine Kraft hat, die über das Sichtbare hinausgeht. Das griechische Wort für überwinden heißt Nikon, impliziert einen siegreichen Kampf. Und das Wort Zeugnis, Matthäus, deutet darauf hin, dass es mehr ist als nur eine Erzählung. Es ist ein Bekenntnis, das den Einfluss des Blutes Christi in unserem Leben feiert und die Wahrheit des Evangeliums verkündet. Wenn ich die Zeugnisse anderer höre, fühle ich mich Teil dieses himmlischen Kampfes, der uns zur Freiheit in Christus führt. Zweitens, die Haltung Jesu und der Apostel. Im Leben Jesu sehen wir ein eindrucksvolles Beispiel für die Haltung, die wir annehmen sollen. In Johannes 9, Vers 25 bezeugt der geheilte Blinde: Eins weiß ich, dass ich blind war und jetzt sehe ich. Diese einfache, aber tiefgehende Aussage zeigt, dass das Teilen von Zeugnissen authentisch und demütig sein sollte. Jesus selbst machte nie die Wunder, die er tat, zum Mittelpunkt seiner Botschaft. Vielmehr lenkte er die Aufmerksamkeit immer auf den Vater. Ich erinnere mich an eine sehr berührende Begegnung mit einem Bruder, der von seiner Reise zu Jesus sprach. Er erzählte, wie er in der Dunkelheit seines Lebens war, verloren und ohne Hoffnung. Als er schließlich Jesus begegnete, erlebte er eine Transformation, die sein Leben für immer veränderte. Während er sprach, spürte ich die Kraft der Wahrheit in seinen Worten. Er war nicht hier, um sich selbst zu erhöhen, sondern um zu bezeugen, was Gott in seinem Leben getan hat. Es erinnerte mich daran, dass unsere Geschichten nicht nur unsere eigenen sind, sie sind Teil von Gottes großen Plan. Paulus spricht in 2. Korinther Vers 12, 1 bis 10 über seine Offenbarungen und betont, dass er nicht stolz sein möchte. Er sagt: Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Diese Haltung lehrt uns, dass es nicht um unsere Fähigkeiten oder Erfolge geht, sondern allein um die Kraft Gottes, die in unserer Schwäche offenbar wird. Ich habe oft darüber nachgedacht, wie Paulus in der Schwachheit der Stärke begegnete. Als ich einmal in einer kleinen Gruppe von Gläubigen über meine eigenen Kämpfe sprach, hatte ich die gleiche Angst wie viele von euch, die Angst, als schwach oder unzureichend wahrgenommen zu werden. Das war vor einigen Jahren. Doch während ich meine Erfahrungen teilte, spürte ich, wie die Gegenwart des Heiligen Geistes uns alle ermutigte und stärkte. Drittens, die Gefahr der Selbstverherrlichung. In unserer heutigen Welt ist es eine Herausforderung, die eigene Motivation im Auge zu behalten. In 1. Korinther 10, Vers 31 sagt Paulus: Ob ihr nun esst oder trinkt oder etwas anderes tut, tut alles zur Ehre Gottes. Diese Worte sind eine klare Erinnerung, dass alles, was wir tun, dazu dienen sollte, Gott zu verherrlichen. Ich hatte oft den inneren Kampf erlebt, als ich von Menschen sprach. Es gab Zeiten, in denen ich mich unwillkürlich auf die eigene Leistung konzentrierte, statt auf die Botschaft, die ich vermitteln wollte. Doch ich erinnerte mich an einen spezifischen Moment, in dem ich in einer größeren Gruppe von Gläubigen meine Geschichte teilte, über YouTube. Zunächst war ich nervös und dachte darüber nach, wie ich wahrgenommen werden würde.
Das war noch vor einigen Jahren. Doch als ich sprach, spürte ich den Heiligen Geist, der mir zuflüsterte. Es geht nicht um dich, ganz genau. Es geht nicht um mich. Es geht um meine Herrlichkeit, sagte Jesus zu mir. In diesem Augenblick wurde mir bewusst, dass ich hier war, um zu dienen und nicht um selbst in den Mittelpunkt zu stehen. Einmal hatte ich ein tiefes Gespräch mit einer Schwester, die mir gestand, dass sie sich oft unzulänglich fühlte, wenn andere ihre Zeugnisse teilten. Sie verglich ihre Erfahrungen mit denen anderer und fühlte sich minderwertig. Ich konnte ihre Kämpfe gut verstehen und teilte mit ihr, dass auch ich oft das ähnliche Gedanken hatte. Ich erklärte ihr, dass unser Wert nicht durch den Inhalt unserer Zeugnisse bestimmt wird, sondern durch die Liebe Gottes, die uns alle umgibt. Jesus' Liebe. Jedes Zeugnis, egal wie klein es scheinen mag, hat seine Bedeutung in Gottes Plan. In diesem Gespräch erlebte ich, wie wir beide durch die Wahrheit Gottes ermutigt wurden. Fünftens, die Reaktion der Geschwister im Glauben. Es ist nicht einfach, wenn unsere Absichten missverstanden werden. Ich habe oft erlebt, dass Geschwister im Glauben meine Worte in einem anderen Licht sehen und denken, ich suche nach Anerkennung, um mich selber zu verherrlichen. Das kann schmerzhaft sein, besonders wenn wir das Gefühl haben, alles zu tun, um Gott die Ehre zu geben und den klaren Auftrag von meinem Herrn Jesus bekommen habe. In solchen Momenten ist es wichtig, Geduld zu üben und auf das Herz der Menschen einzugehen. Manchmal spiegeln ihre Reaktionen auch ihre eigenen inneren Kämpfe wider. Ich erinnere mich an einen Bruder, der mir sagte, dass er sich oft zurückhielt, weil er das Gefühl hatte, dass seine Erfahrungen nicht wichtig genug waren. Ich ermutigte ihn, dass selbst die kleinsten Momente, in denen wir Gott begegnen, große Auswirkungen haben können. Als ich seine Geschichte hörte, erkannte ich die Kraft der Einfachheit, mit der er sein Leben lebte. Es war eine tiefe Lektion für uns beide. Ich habe auch beobachtet, dass das Teilen von Zeugnissen in Gemeinschaften oft zu einem tiefen Austausch von Glaubenserfahrungen führt. Wenn wir uns öffnen und die Dinge, die Gott in unserem Leben getan hat, teilen, werden wir ermutigt und inspiriert. Es geschieht eine Art geistlicher Austausch, der unsere Beziehung zu Gott und zueinander stärkt. Abschließend möchte ich betonen, dass das Teilen von Zeugnissen eine wertvolle Praxis ist, die uns näher zu Jesus bringt. Es ist ein Ausdruck des Glaubens, der nicht nur unsere eigene Beziehung zu Jesus vertieft, sondern auch die Gemeinschaft stärkt. Wenn wir Zeugnisse teilen, zeugen wir von der Treue Gottes in unser Leben und ermutigen andere, in ihrem Glauben standhaft zu bleiben, wie wir in Hebräer 10, Vers 24 bis 25 lesen. Und lasst uns aufeinander Acht haben und uns anreizen zu Liebe und zu guten Werken und nicht verlassen unsere Versammlungen wie einige pflegen, sondern uns gegenseitig ermahnen und das umso mehr, je mehr ihr den Tag naht. Dies zeigt die Wichtigkeit, nicht nur die eigene Erfahrung zu teilen, sondern auch als Gemeinschaft zusammenzukommen und einander zu ermutigen. Persönliche Reflexion. Ich möchte euch einladen, darüber nachzudenken, was Gott in eurem Leben getan hat
Welche Erfahrungen könnt ihr teilen? Gibt es Momente, in denen ihr spürt, dass Gott euch besonders nahe war? Vielleicht wart ihr in einer schwierigen Situation und habt seine Gegenwart und Hilfe erlebt. Diese Geschichten sind nicht nur für euch wertvoll, sondern können auch andere ermutigen, die ähnliche Kämpfe durchleben. Ich selbst habe durch die Zeugnisse andere oft neue Perspektiven und Hoffnungen gewonnen. Wenn ich in einer Zeit der Unsicherheit oder des Zweifels war, höre ich oft auf die Berichte von Geschwistern, die Gott erlebt haben. Es erinnert mich daran, dass Gott in allen Lebenslagen bei uns ist und dass er uns nie verlässt. Lasst uns in diesen Momenten des Teilens auch im Gebet von den himmlischen Vater treten. Beten wir darum, dass der Heilige Geist uns den Mut gibt, unsere Geschichten zu teilen. Bitten wir um die Fähigkeit, nicht nur in guten Zeiten, sondern auch in schwierigen Zeiten Zeugnis abzulegen. Möge uns der Herr die Augen dafür öffnen, um die Wunder zu sehen, die er in unserem Alltag tut, und uns den Mut geben, diese Erfahrung mit anderen zu teilen. So, der Herr Jesus hat mir persönlich den Auftrag gegeben, kümmere du dich um deine Vorstellungsgespräche und mach du deine Bewerbungen und fahr zu den Vorstellungsgesprächen. Und in der Zwischenzeit, in der Wartezeit, sollst du ganz für mich im Reich Gottes arbeiten und Videos machen, so wie ich es dir aufs Herz lege. So hat der Herr klar zu mir gesprochen und ich habe daran Frieden. Und der Herr kennt mein Herz. Und was können wir Menschen? Ich danke euch fürs Zuhören und die Ehre soll alleine Jesus gehören. Ihm gebührt alle Ehre und Anerkennung. Alles Liebe, euer Julian vom Kanal Alltag als Christ.